Zusammen viele hundert Jahre Tradition standen am 15. Oktober in Treusig auf dem Sportplatz. Die Treusiger Sportgemeinschaft feierte in diesem Jahr 130 Jahre Sportverein, 95 Jahre Fußball in Treusig und hatte die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 zu Gast, den es seit 1904 gibt. Also Rocco, der Präsident, kam vor einigen Wochen, es ist noch nicht so lange her, zu mir und fragte um etwas Unterstützung und erzählte dabei, unsere SG hat 130-jähriges Jubiläum und 95 Jahre Fußball. Und ich dachte, das ist eine große Nummer. Und dann sagte ich und habe da ein Spiel organisiert. Und er meinte, wollten wir gerne, wir haben aber noch nicht einen richtigen Gegner gefunden. Und dann dachte ich, da musst du einfach was tun. Da musst du mal gucken, kriegst du da noch was hin. Und habe den Olaf Thon angerufen. Und der hat also erst ein bisschen gejammert und sagte, unsere Saison ist eigentlich schon vorbei. Wir hatten viele, viele, viele Spiele. Und wann willst du das machen? Ich sage, Olaf, es muss dies Jahr noch sein. Haben wir geguckt, wann die Schalker noch frei hatten. Und das war dieses Wochenende. Dann haben wir lange noch versucht, seine Spieler auch alle zusammenzukriegen. Denn es ist ja auch wichtig, dass die Prominenten wie Klaus Fischer und so alle mit dabei sind. Ist uns geglückt und ich glaube, es ist immer eine Bereicherung für die Region, wenn man so ein Event hier bieten kann. Denn mit Weltmeister und Torschützen des Jahrhunderts, mehr kann man eigentlich nicht tun. Medienportal Burgenland hat ja für den Treustiger SG natürlich auch noch nicht nur die Spieler organisiert, sondern noch ein bisschen was anderes. Die haben unsere erste Mannschaft mit neuen Trikotsatz ausgestattet, was sehr, sehr schön ist, weil heutzutage ist es ja sehr, sehr schwer, überhaupt noch Sponsoren zu finden. Und da möchte ich auch nochmal Danke sagen, Andreas Huge, dass er uns auch auf dem ländlichen unterstützt. Und das finde ich eine absolut gute Sache. Wie hat denn der Verein so reagiert oder die Mannschaft jetzt, wo es hieß, Schalke 04 kommt? Also sie konnten es erst gar nicht glauben, dass überhaupt Schalke 04 hier in Treusig auf unserem Dorfplatz spielen, oder was heißt Dorfplatz, auf unserer neuen Anlage spielen, tut. Also erstmal haben sie gedacht, das wäre ein Gag, aber es stellt sich schnell heraus, dass es so wird. Hat sich denn die Mannschaft irgendwie jetzt besonders vorbereitet auf das Spiel? Nein, hat sie nicht. Wir stehen zurzeit auf der Tabelle ziemlich weit oben an zweiter Stelle und sie sind zurzeit auf guter Verfassung und direkt vorbereitet haben sie sich nicht. Olaf Thon, wie wichtig ist für Schalke 04 diese Spiele mit normalen Vereinen durchführen? Ja, wir spielen für viele Vereine, natürlich für unsere Fanclubs, für unsere Sponsoren, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, manchmal auf der ganzen Welt, in Australien, wir waren in St. Petersburg und. Und deshalb, das war heute hier unsere Abschlussreise. Wir haben über 30 Spiele in diesem Jahr auf dem Feld gemacht, von April bis Oktober. Haben so 6-7 Hallenturniere ab Dezember bis Januar und wir haben so einen Kader von ja, so 35 Fußballern, die noch spielen können. Heute dabei gewesen Abramczyk, Fischer, Herget, Thon, alles Nationalspieler und viele Bundesligaspieler. Ja, das hat Spaß gemacht und heute Abend machen wir uns noch einen schönen Abend. Ist das nicht manchmal ein bisschen stressig dann, wenn so viele Fans? Ja, das ist ja das Schöne, dass wir dann auch zum Anfassen sind, wo man Fotos macht, Autogramme gibt und einfach darüber spricht, dass Schalke heute leider nicht gewonnen hat gegen Augsburg, nur 1-1. Gut, man kann sagen, Bayern hat in Frankfurt auch nur 2-2 gespielt. Das interessiert uns natürlich auch, da wird diskutiert drüber. Ja, das war heute ein schöner Ausflug bis hierhin. Jetzt mal so unter uns, möchte ich mal sagen. Wird da richtig noch gefeitet oder wird auch der gastgebenden Mannschaft mal so ein Tor mal so? Ja, es sah heute so aus, als wenn ein Tor von uns absichtlich passiert wäre. Ich bin leider umgefallen. Der Torwart hat auch noch so ein Kabinettstückchen gemacht. Und ich denke, das war 50% Absicht und 50% Glück für den Gegner. Und das war auch schön, weil wir wollen ja nicht 10-0 gewinnen, sondern dass man dem Gegner freundschaftlich auch ein Tor schenkt, was er sich erarbeitet hat, dann ist das okay. Wie lange wird denn Olaf Thon noch auf dem Spielfeld stehen? Wir haben heute Klaus Fischer gesehen mit 66. Jetzt bin ich 50. Könnte ich mir noch vorstellen, so ein paar Jahre schaffe ich mit Sicherheit noch. Es besteht also die Chance, Olaf Thon noch einmal zumindest in unserer Region auf dem Grün zu sehen. In 5 Jahren gilt es, 100 Jahre Treusiger Fußball zu feiern. Bleiben wir gespannt, wer dann auf dem Platz zu Gast ist. Wie ist denn der Präsident mit der Reaktion heute hier mit der Veranstaltung zufrieden? Ich freue mich erstmal, dass das Wetter passt. Das sah ja in den letzten paar Tagen nicht ganz so aus, weil mit dem Wetter steht natürlich so eine Veranstaltung, steht und fällt so eine Veranstaltung. Das Wetter passt und ich bin eigentlich wunschlos glücklich.